Es scheint, als seien die Bombenangriffe auf Gaza, bei denen über 2000 Menschen starben, erst gestern gewesen. Ein Jahr nach der letzten Bombe leben die Menschen in Gaza noch immer in Ruinen. Auch ihr Leiden geht weiter. Bei der Operation Protective Edge gab es 11.000 Verletzte, ein Drittel davon Kinder. Sie dürfen Gaza nicht verlassen, um sich behandeln zu lassen. Hier auf diesem Landstreifen, wo die Wirtschaft zum Stillstand gekommen ist und es keine Perspektiven gibt, müssen die Menschen irgendwie weiterleben. Die Stadt Beit Hanun im Norden des Gazastreifens wurde von Bomben verwüstet. Hier lebt Hadja mit ihrem Bruder unter Erinnerung an einen Sommerabend 2014, an dem 20 ihrer Angehörigen getötet wurden. Vor einem Jahr studierte der 20-jährige Nadir Architektur. Israelische Soldaten hielten den Benzinkanister in seiner Hand für eine Waffe und schossen auf ihn, worauf er explodierte. Nadir leidet an Verbrennungen an Händen, Armen, Bauch und Rücken. Nadir wurde von MSF-Ärzten operiert und Hadja erhält Physiotherapie. Geschichten wie diese hören die Teams von vielen Patienten. We're going to treat a small child, 5 years old, that had been burned 10 days ago. On the arms and on the back. I'm not familiar with this. So it's acute burn surgery. Have to remove the burn and to place new skin on it. Skin wrap. Bei jeder Waffenruhe kehrt für die Palästinenser wieder etwas Alltag zurück. Und damit die Demütigung und Unterdrückung, die sie täglich in Gaza und Westbank erfahren. Iman, die bei einer Bombenexplosion verletzt wurde, will nun Anwältin werden. Achtjährige Kinder in Gaza kennen nichts anderes als die Blockaden, die für sie schon immer da waren. Sie haben bereits 4 Offensiven überlebt, von denen 2 richtiggehende Massaker waren. Die Angst vor weiterem Blutvergießen ist groß. Le gouvernement israélien justifie ses interventions par une réponse à la violence, mais on ne peut pas légitimer cette violence. On voit depuis des décennies que cet alibi sert une politique expansionniste et répressive. Donc un an après cette intervention sur Gaza, on ne peut plus accepter cet alibi et nous nous positionnons encore plus aux côtés de la population palestinienne. Ärzte ohne Grenzen ist seit 15 Jahren in Gaza tätig und ist Zeuge von den Auswirkungen der israelischen Besatzung auf die Bevölkerung. 1 Million Kinder leben mitten in Ruinen. Humanitäre Hilfe allein, welche in Gaza dringend benötigt wird, reicht nicht, um ihnen eine Zukunft zu geben. Eritreer, Somalier und Nigerianer drängen sich auf diesem maroden Schiff zusammen. Sie wollten nach Europa, um den Konflikten in ihren Ländern zu entfliehen. Wären sie auf ihrem Boot geblieben, hätten sie nicht überlebt. The ship contains about 460 people. It's very, very crowded. About 300 of us, we have in the boat and around the engine. So the engine is not working well. It's not able to cross the Mediterranean Sea by this boat. Ärzte ohne Grenzen verfügt über 3 Schiffe, die das Mittelmeer patrouillieren, um Migranten zu retten. Die Teams leisten erste Hilfe, da viele an Hauterkrankungen oder Dehydrierung leiden. Es gibt auch zahlreiche Schwangere und Menschen, die sich auf ihre Reiseverletzungen zuzogen. Bis Anfang Juli haben MSF-Teams über 5.500 Menschen gerettet. Sie sind verzweifelt auf der Suche nach einem besseren Leben. Doch einmal an Land realisieren sie, dass sie außer überfüllten Empfangszentren nicht viel erwartet. Blauhelmsoldaten der UNO hatten den Auftrag,
Zivilisten zu verteidigen, die nach Srebrenica flüchteten. Die Enklave war zur Sicherheitszone erklärt worden. Im Juli 1995 jedoch wurde Srebrenica von den bosnisch-serbischen Truppen eingenommen. 8000 Männer über 16 Jahren wurden massakriert. MSF war Zeugin dieser Ereignisse und hinterfragte in der Folge ihre eigene Rolle. Lorsque MSF a commencé à travailler à Srebrenica, ça s'imposait comme une évidence. 40 000 réfugiés qui regroupés dans un petit village de 5 000 habitants dans des conditions extrêmement difficiles. Tout ça justifiait pleinement que MSF y soit. En revanche, en connaissant la fin de l'histoire, on doit évidemment s'interroger sur la contribution apportée par MSF à la construction d'une sorte de décor de sécurité. Donc ce qu'on peut rajouter à la fin, c'est que lorsque l'ONU déclare une zone de sécurité, il ne faut pas prendre ce mot à la lettre. Dès que l'on peut partir, il faut saisir l'occasion et partir. Auch 20 Jahre später leben Zivilisten in Konfliktgebieten unter internationalem Schutz in Enklaven, wie in Zentralafrika oder wie hier in Bentiu im Südsudan. Auch in diesem Schutzgebiet bleiben die Vertriebenen nicht von der Gewalt verschont, die auf der anderen Seite des Stacheldrahtzauns tobt. Nehmen wir dieses antiretrovirale Medikament. In einem Labor in den USA entwickelt und in Indien produziert, wird es in einem Spital in Südafrika eingesetzt. Der Weg hierher war steinig. Da ist zunächst das Patent. Ein neues Medikament wird in der Regel für 10 bis 20 Jahre patentiert. Solange soll es nur von dem Labor vertrieben werden, von dem es entwickelt wurde, zu einem festgesetzten Preis, der Gewinne abwirft. Läuft das Patent aus, wird die Rezeptur anderen Herstellern zugänglich, die dann eine billigere, generische Version produzieren können. Für Entwicklungsländer werden Medikamente oft erst jetzt erschwinglich. Für einige Hersteller sind 20 Jahre jedoch nicht genug. Sie wollen länger an ihren Patenten verdienen. Einige gehen so weit, die Rezeptur minim anzupassen oder neue Anwendungsgebiete hinzuzufügen, um die Frist auszudehnen. Mit der sogenannten Datenexklusivität kann zudem verhindert werden, dass Generika-Hersteller Forschungsergebnisse des Ursprungsproduzenten verwenden dürfen. Deshalb müssen diese erneut klinische Studien zu bewährten Rezepturen durchführen. Das ist aufwendig, teuer und sinnlos. Wie können diese Hindernisse umgangen werden, wenn Patienten diese lebenswichtigen Medikamente dringend brauchen? Erstens kann gegen ein Patent Einspruch erhoben werden. Zum Beispiel Sofosbuvir, ein Medikament zur Behandlung von Hepatitis C. In Frankreich kostet eine 12-wöchige Behandlung 41.000 Euro. Ein exorbitanter Preis für einen Wirkstoff ohne Innovation, befand die Hilfsorganisation Médecins du Monde, die beim Europäischen Patentamt Einspruch gegen das Patent erhob. Internationale Abkommen ermöglichen ärmeren Ländern, sich über Patente hinwegzusetzen, wenn diese für die Patienten nachteilig sind. Schließlich haben einige Länder Gesetze eingeführt, welche die Zulassung von Generika auf dem Markt erleichtern. So zum Beispiel Brasilien, Thailand und Indien. Das indische Gesetz hält fest, dass ein Patent ohne wesentliche medizinische Verbesserung nicht erneuert werden darf. Damit ist Indien zur Apotheke der Armen geworden. Ein Beispiel. Dank Generika sind die Kosten für die Behandlung von HIV/AIDS in weniger als 10 Jahren von 10.000 auf 100 Dollar gesunken. Mehrere Länder haben jedoch versucht, die indische Gesetzgebung zu schwächen. Japan, die EU und die USA wollen mit Handelsabkommen ihre eigenen Pharmakonzerne und deren Patente schützen. Zum Nachteil der Generika-Herstellung. In einer kürzlich lancierten Kampagne ruft Ärzte ohne Grenzen den indischen Premierminister dazu auf, die Herstellung von Generika zu schützen. Nur so können sich zahlreiche Patienten die überlebenswichtigen Medikamente leisten.
Dank den in Indien produzierten Generika kann MSF 200.000 HIV-positive Menschen behandeln, aber auch Menschen mit Tuberkulose, Malaria oder chronischen Krankheiten. Von einer Änderung im indischen Patentgesetz wären allein hunderttausende MSF-Patienten betroffen, aber noch viele mehr. J'ai plusieurs fois passé la ligne de front, donc cette frontière qui n'en est pas une. Auparavant, les passages se faisaient à différents endroits. Il y avait plusieurs points de passage. Les gens pouvaient traverser en transport en commun. Depuis le 16 juin, un décret est passé qui aujourd'hui restreint ces passages. Ça peut prendre plusieurs jours pour les gens pour traverser. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de rejoindre leur famille, avoir accès à leur compte en banque auquel ils n'ont plus accès du côté non gouvernemental, ou ne serait simplement faire des courses, car les prix sont bien inférieurs du côté ukrainien par rapport au côté non gouvernemental. Donc c'est difficile aujourd'hui de donner une vision globale des territoires non gouvernementaux ukrainiens. La situation est très différente, qu'on se trouve sur la ligne de front, qu'on soit dans une grande ville ou qu'on soit à la campagne. Il y a des endroits qui ont été partiellement, voire complètement détruits par la guerre, et aujourd'hui les matériaux de construction ne sont pas disponibles, donc les gens habitent toujours dans des maisons qui n'ont plus de fenêtres, ce qui était très compliqué cet hiver. Et on peut être à la campagne où on est capable de cultiver son jardin, et donc aujourd'hui les conditions de vie se sont améliorées. Et enfin, sur la ligne de front, aujourd'hui, il y a des gens qui habitent et qui ne peuvent pas se déplacer, notamment des personnes âgées, qui se trouvent dans des conditions presque cloîtrées chez eux et à des endroits où il y a des bombardements assez fréquents.